Menschen liegen warm und angenehm in ihren Betten. Sie schlummern so vor sich hin, doch ein Albtraum weckte sie. Was für sie als Albtraum erscheint, war meine Realität. Sie trafen mich wie ein Schlag ins Gesicht, doch verstecken konnte ich mich nicht. Tag für Tag, Woche für Woche, über Jahre hin traf sie mich, meine Realität. Die Kommentare kamen wie zugeflogen. Ey, Nigger, Bimbo, du dreckiger Ausländer. Ich fühlte mich wie ein Loser. Ich fühlte mich wie vergraben, ich fühlte mich wie gefangen in einem Videospiel, das mein Leben symbolisierte. Wagemutig stand ich erneut vor meinem Endgegner, der Realität. Ich kämpfte für meine Akzeptanz, meine Toleranz, doch den Kampf verlor ich. Wie von 100 Blitzen getroffen, fiel ich in ein dunkles Loch. Die Phasen wurden schlechter, wie mein Leben. Zu dieser Zeit sah ich keine Erlösung oder eher gesagt den Reset-Knopf meines Spiels. Ich nahm mir mein Leben. Mit offener Pulsader lag ich in der Badewanne. Alles war Blut unterlaufen. Ich ließ mein ganzes Leben Revue passieren. So kam ich auf einige Fragen in den letzten Momenten meines Lebens. Warum genau ich? Liebt mich einer? Wollte ich überhaupt so jung sterben? Doch ich erkannte, dass es sich lohnt, stark zu bleiben und für die zu kämpfen, die man liebt. Doch dieser Gedanke kam zu spät. Was braucht es noch? Wie viele Tote? Die Trauer, der Schreck, die Überforderung. Was braucht es denn noch? Dieser Text ist für die, die mich dazu brachten, Selbstmord zu begehen. Seid ihr cooler? Seid ihr glücklich? Ihr habt einen Menschen auf dem Gewissen. Ihr allein. Schämt euch.